Jo, ich hab eine Idee, ich hab eine Idee, ich hab eine Idee. Hallo, lieber Seher. Ich glaube, du hast gleich ein Problem mit Schuppen. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Mindestens. So, wollen wir mal ein bisschen Schuppenshampoo geben? Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Ey. Nicht doch. Das würde den ganzen Gag ruinieren. Ja, das wäre lustig. Aber ich kann diese einmalig. Ich denke vor allem an die Fans, die... Es wäre schon lustig, ihn mit Läusen zu verseuchen, aber leider fehlt ihm dafür eine wichtige Grundvoraussetzung. Ja, die Haare. Aber wir haben ihm doch jetzt ein paar... Schuppen reingetan. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Hey. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Bitte, erspar mir das. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Mhm. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Nicht nur vielleicht. Igitt. Was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Okay. Ich wusste doch, dass ich diese... Zuerst dachte ich... Keine Ahnung. Dann kriegst du mal jetzt liebevollerweise ein bisschen Shampoo von uns. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir! Ich muss duschen. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Oha! Das Gespenst, Freund der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Ja, das ist besser so. Hierfür muss es eine logische Erklärung geben. Wie zum Beispiel, ich habe die nächste Evolutionsstufe erreicht und spirituelle Superkräfte erlangt. Oder irgendwas in der Richtung. Ansonsten lag hier eine Spalte rum, dann werden wir uns mal ganz klammheimlich nach draußen schleichen. Haha, wir sind hier oben. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Ja. Können wir das irgendwie, weiß nicht, stopfen? Mit dem Korkenzieher? Damit würde ich nur alles noch schlimmer machen. Und das wäre nun wirklich nicht die feine, rufusische Art. Naja. Stopf einfach einen Kissbezug rein. Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen. Großes Anzug. Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal... Okay. Könnte die Pastete dran... Das einzige Loch, das ich hiermit stopfen kann, ist das in einem strapazierfähigen Magen. Sei doch mal jetzt nicht so unflexibel. Das Letzte, was ich brauche, ist ein Loch in meiner Tasche. Ich glaube, die Zahncreme als Dichtmasse verwenden. Ich will das Rinnsal nicht mit Schaum markieren. Das war schon in A New Beginning dämlich. Okay. Das einzige Loch, das ich damit stopfen kann, ist ein Schlüsselloch. Ja. Das ist natürlich wieder diesmal... Das heißt mal wieder diesmal arg mitgebracht. Bist du jetzt?
Ach, wir können hier voll. Aha, das ist ja praktisch. Die Antwort des Zerstörers ist nah. Huga, huga, schalali. Die Antwort des Zerstörers ist nah. So nah. Huga, huga, schalali. Huga, huga, schalala. Mhm. Da ist die Kutte und. Mr. Toffee? Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Yay! Mr. Toffee im Na, Glas. Mr. Toffee? So ein kleines Spielchen bereit? Holla, ganz schön angriffslustig. Gut, dass er in diesem Glas eingesperrt ist. Die Löcher waren ja hoffentlich schon vorher drin. Okay. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. So ist kein Rankommen. Mhm. Aber wie komme ich denn jetzt in den Raum rein? Wie kommt der Tarantel das Leckstoff? Der Korken könnte die richtige Größe haben, um das Leck abzudichten. Ich muss ihn nur noch aus dem Glas bekommen. Und dafür haben wir einen Trommelwirbel, 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 Trommelwirbel. Korkzieher. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Einmal das Deck stopfen. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt haben wir ein leeres Glas. Also dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Mhm. Ich wusste es doch. Zahnpasta. Ich wusste es. Zahnpasta. Okay. Scheinbar haben wir noch keine Verwendung dafür. Was ja erstmal nicht weiter wild ist. Hierfür muss es wie zum... Mal schauen. Das Gespenst, Freund der Spukerei. Das wollte ich lieber nicht stören. Das Gespenst, das wollte ich... Ja. Okay. Ich geh erstmal raus. Wo wollte ich hin? Ach ja. Ja. Die Spülung wollte ich bedienen. Nanu? Was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Was soll ich machen? Ein Griff? Also, irgendwo... Augenblick mal. Das ist ein Klostein. Also, wer wirft denn sowas Cooles in eine Kloschüssel? Ach. Es tut mir leid, dass ich gerade weggeklickt habe. Ich wusste nicht, dass auf einmal ein neuer Dialog kommt. Das Zimmer, das Haus. What? Diese Kapuze hat uns bereits viel Freude bereitet, aber ihr Potenzial ist noch nicht erschöpft. Wie sieht er, was sind das, Haare? Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon. Gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Mit Waschen würde ich nichts zu tun haben. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Ah, nee, wobei. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht... Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch nochmal die Augenbrauen zupfen. Die ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Hat der auf einmal wieder Haare bekommen? Der Klostein färbt ja. Besser, ich halte ihn von den anderen Sachen fern. Ah, blaue Zunge und so.
Stimmt ja. Hier fehlen noch ein paar künstliche Farbstoffe. Das Auge ist ja mit. Ich glaube, da haben sich einfach die Zeichner keine Mühe mehr gegeben. Das sieht, sind das Haare oder was ist das? Ich will es lieber nicht wissen. Ich gebe auf jeden Fall erstmal Boso die Pastete. So. Shalom und herzlich willkommen. Nein, das hatten wir schon. Boso, Pastetchen. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab Fieber. Meine Fumme blau. Wie Doc am Grill-Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Oh, ist das herrlich. Hier, ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Ging ja fix. Ich habe ihn vor einer Schüttelpockeninfektion bewahrt. Freunde tun sowas füreinander. Hey, Boso. Quasi. Sorry, ich muss hier weg. Vielleicht kann ich zweiweise das Handtuch... Nichts da, Rufus. Ich brauche den Drittel. Und ich brauche ihn, um ihn... Ich sagte, Finger weg. Ist ja schon gut. Ich will ihn ja nicht wahllos... Diesen Techno-Mumpitz überlasse ich Doc. Mein eigener Auftrag ist viel wichtiger für ihr Wohlbefinden. Oh ja, das stimmt. Jetzt habe ich ein Handtuch. Kann ich nur das Ergebnis, dass ich mir die Haare oder was auch immer das ist... Ich habe dreckige Wäsche zu waschen. Das haben wir alle, mein Junge. Aber deine Sekte blockiert die Wäscherei. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Was sagen sie alle? Dieser Kopfkissen, so viele Kopfleute. Außerdem ist komisch. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Gut. Warum sollte ich das abtrocknen? Wenn ich es zurück in den Mantel stecke, wird es doch... Da ist was Wahres dran. Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett. Offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Quasi. Gucken, ob keiner guckt. Dieser Druck. Was, wenn ich versage und die Welt doch untergehen wird? Ich bin der Größte. Yep, das bin ich. Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Was für ein dummes Wortspiel. Ich liebe es. Okay, ich habe jetzt auch ein Spannbettlaken. Es ist ein Spannbettlaken. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle... Alle noch nie gesehen, ja, ja, ja. Ja, was? Aber dir... Okay, wir haben jetzt keine Möglichkeit.
vielleicht... Nein, halt. Kann ich mich selber zum Geist machen? Okay. Nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Es ist ein außerdem komisch. Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Das stimmt. Ich glaube, das Schuppenshampoo war auch dafür, dass Haare wachsen. Jetzt sieht Kollege Schnürschuh ja nichts mehr. Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Ja. Wir haben jetzt aber gar keine Möglichkeiten, außer ihn anzugucken und zu gehen. Okay. Nennen wir das... Schon mein Plan ganz gut. Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Es ist ein außerdem komisch. Solange er es nicht vermisst. Taschen mit Scherben. Okay. Nennen wir Mr. Toffee. Jetzt kommt der Zahncreme. Ich wusste es doch. Zahnpasta ist nutzlos. Oberflächlich betrachtet unterscheidet der Experte jedoch offenbar. Für ein Spannbettlaken ist es enttäuschend unspannend. Ich vermute mal, es liegt am ausgeleierten Gummi. Wahrscheinlich. Oberflächlich offenbar. Kopfkissenbezug da. Gute Idee. Aber so würde er es bemerken. Hier gab's nichts weiter. Dann werden wir uns einfach nochmal in das Zimmer des Seers begeben. Und jetzt den Kopfkissenbezug auf ihm anwenden. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es poetische Ungerechtigkeit. Quasi. So, jetzt habe ich ihm ein paar... Diese Kapuze hat uns bereits viel Freude bereitet, aber ihr Potenzial ist noch nicht erschöpft. Kann ich noch mal Stück... Ja, das ist ein... Was treibst du? Ich mach mich fertig. Die Welt geht ja nicht alle... Unter gut aussehen, bla bla bla. Ich finde, du siehst gut aus. Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft. Des Zerstörers ist nah, so nah. Huga huga schalali, huga huga schalala. Huga huga schalali. Das ist ein Ohrwurm. Aber wie gesagt, er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. So tun wir das doch mal. Quasi. Dieser riesengroße Schnabeltier-Bettvorleger. Okay, ich habe einen Mantel des Seers, Spannbettlaken, Bosus, ich weiß immer nicht, wofür ich Bosus Handtuch brauche. Sagt der Questlog irgendwas aus? Nö, absolut gar nichts. Okay, ja, diese Fliegen, das ist ja echt... Ich glaube, das war der Seher. Hum, hum, kumbaya, unser Anführer ist da. Petra, trulala. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Die Reliquien? Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken.
Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien, solange sie keinen Knick kriegen. Und falls so ein Relikt mal einen Knick kriegt, ist das Relikt ein Delikt, das... was? Komme ich jetzt doch keinem Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn's weiter nichts ist. Also entweder das Handtuch oder das Spannbettlaken. Es ist ein... Außerdem ist da ein Pflegehinweis-Etikett, ja, mit 6 Symbolen. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Ich gehöre jetzt zum Club. Worauf warten wir noch gleich? Na, auf die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, weiß ich doch. Da habe ich noch großes Handtuch, das hat ja auch 6 Insignien. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Waka, waka, waka. Kopfkissen mit Zug, da müssen wir durch, wa? Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Es geht so. Ja, und nun? Es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Was? Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Kletus Kostüm aus der Maschine zu kommen. Nach Möglichkeit, bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Was? Och nö, Minispiel. Beim nächsten Mal. Ciao, ciao.